Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu, beziehungsweise Let's Replay zu Tenchu 2. Und genau, ich würde sagen, wir machen hier direkt weiter. Wir waren ja bei Ayame das letzte Mal hier bei Firstor das Feldlager angekommen und wir sollen jetzt aber woanders hingehen. Wir sollen uns nämlich um die kleine Tochter von Fürst Goda kümmern. Und wir sollen die bei uns in Gewahrsam nehmen. Genau. Bei diesem Level gibt es eine Besonderheit und zwar. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Das heißt, es wird auch keinen Endboss geben. Das heißt, das macht jetzt wenig Sinn, hier Items mitzunehmen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, ich fange einfach mal an hier. Wir fangen nämlich am Ende an. Am Ende von Rikimaru fangen wir an. Da ist direkt ein Gegner. Genau. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir die Ninjas hier sehen. Oh, fuck. Schon fast hier entdeckt worden. So, boah, ey. Blöde Route, ey. Echt blöde Route, aber ja. Die haben Items, seht ihr das? Der hat zwei Granaten hat der gehabt. Krass. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ah, das ist doch direkt die Itemkiste. Wie geil. Das ist ja praktisch jetzt. Ja, oh ja, nicht so, nicht so rumdrehen, Freund. Aber ich glaube, der sieht mich sowieso nicht. Ne, den interessiert es nicht, was ich hier mache. Das ist ganz gut, weil da haben wir das Blasrohr. Sehr geil, das brauche ich doch direkt. Den mache ich damit direkt kalt. So. Blasrohr haben wir hier gefunden. Ja, das wusste ich auch nicht mehr. Das Blasrohr gibt es sehr früh bei Ayame. Genau, ich würde sagen, ich gehe noch mal die Route ab, wo Rikimaru war, weil da ist nämlich auch ein Gegner. Ich werde jetzt nach jedem Gegner ein Save State machen müssen, weil man darf ja hier nicht entdeckt werden. Und wenn man entdeckt wird, oh mein Gott, wenn man entdeckt wird, dann muss man das Level von vorne machen. Das ist richtig, richtig blöd, ey. So, was machst du da jetzt? Gehst du nur hin und her? Oder drehst du dich rum? Nein, du drehst dich nicht rum, alles klar. So, zack. Oh, den Kill sieht man gar nicht. Naja. Boah, zwei Items, das ist gut. Ey, hier kann man schön Items sammeln in diesem Level. Oh, was ist das hier? Da kann ich nicht hin. Okay. Alles klar, würde ich sagen. Gehen wir mal hinten rum. Ja, genau, ich bin wieder hier bei Tenchu 2 und ja, nach der Arbeit, wie immer. Ich weiß, ich wiederhole mich wieder ein bisschen, aber es ist halt, ja, erwähnenswert, finde ich. Dass man halt noch nach der Arbeit hier spielt. So, genau, wo ist der? Wir müssen nämlich zu einem Haus. Oh, shit. Die habe ich gar nicht gesehen, die waren getarnt. Wir müssen nämlich zu einem Haus. Da oben, da. Seht ihr diese Silhouette da? Da-da! Genau. Ja. Wir müssen Lady Kai befreien. Beziehungsweise Prinzessin Kiku. Jetzt hoffe ich mal, dass mich da hier keiner entdeckt. Boah. Boah, wenn der mich jetzt gesehen hätte, ne, nur weil die so hoch springt. Ich hätte geschrien. Ich hätte sowas von geschrien. Ich habe sowieso so Schiss in diesem Level, ja. Weil sobald die einen entdecken, ist es echt vorbei, ja. Das heißt, ich werde meine Safe States hier brauchen, wa? Wo ist dieser Typ? Hier ist ein Gegner irgendwo. Ich sehe das doch. Da! Seht ihr das? Da ist doch wieder so ein maskierter Hammel da. Eigentlich hätte ich hier das Blasrohr nutzen sollen, ne? Da geht nämlich eine Scheißroute. Schaut euch das an. Oh. Jetzt mach mal hinne hier. Ich hab so einen Schiss jetzt da runter zu springen. Ich tu's. Ich tu's und dreh mich direkt rum. So. Boah, was ist das für eine Abfuckroute, die da geht, jetzt mal ehrlich. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich den killen?
Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, aber nein, das traue ich mich jetzt auch nicht, weil man nicht entdeckt werden darf. Man kann auch einen... Oh Gott. Man kann auch einen Schuriken schmeißen, dann guckt er dahin. Aber jetzt hat man ihn auch so... Genau. Boah, ey. Shit, Mann. Da ist direkt noch einer. Aber wo? Hä? Ich hab doch eben hier die... Ja, komm, ist gut. Ich will nur ein bisschen Musik machen. Ich will nur die Stimmung hier aufheitern. Hier gibt es nämlich keine Musik in diesem Spiel. Das finde ich sehr schade. Weil beim Level-Editor... Ah! Weil beim Level-Editor... Hier gibt es einen Level-Editor in diesem Spiel. Gibt es Musik. Den Level-Editor, den werde ich euch wahrscheinlich auch nochmal zeigen, kurz. Da kann man Levels nämlich selber basteln. Oh mein Gott, was machst du denn? Oh, Junge, 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 Junge. Wo bist du? Hä? Wo bist du auf einmal? Hallo? Wo ist der? Ach, jetzt ist der auf einmal da, okay. Oh, sorry. Genau, jetzt ist der auf einmal da. Jetzt geht der auf einmal unten lang. Ah, ich habe so... Oh, was macht denn der? Was geht der für eine Route? So, jetzt sollte ich eigentlich hier... Jawohl! Boah, ey. Also sehr schwer, sehr schwierig. Und komm, gib mir was. Jawohl, Schuikens. So, wo ist der? Der ist in die Richtung, glaube ich. Da kommt einer auf mich zu. Seht ihr ihn? Ich weiß es nicht, wo der ist. Oh mein Gott, nein! Da ist der doch. Schaut ihn euch an, da ist er. Und der guckt uns in die Fresse und sieht uns nicht. Fuck! Fuck! Fuck, ey! Nein, Mann! Ja, das geht schnell. Ich muss nämlich dann meine Save States laden. Weil ich zeige euch das Level doch jetzt nicht fünfmal oder so. Nur weil ich so blöd entdeckt werde. So, ich probiere das jetzt mal aus. Ich schmeiß jetzt mal einen Schuriken. Seht ihr das? Dann schaut er nämlich dahin. Und dann kann ich mich von hier anschleichen. Ach, das klappt nicht. Nee, der dreht sich zu schnell rum. Fuck, ey. Diese Aufnahme wird eine etwas andere Struktur haben, auf jeden Fall. Guck dahin. So. So, komm, 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 komm. Ja! Boah, seht ihr das, ey? Da hat diese Taktik doch echt gefunktioniert. Hä? Wo ist das andere Schuriken? Oh, da unten ist der andere. Du drehst dich jetzt auch mal bitte um. Dankeschön. Und dann warte ich, bis du dich beruhigst und dann bist du tot, mein Freund. Ja, so geht's halt auch, ne? Clock. So, ich habe jetzt hier noch mal ein Safe State gemacht, weil das Level hier wird leider mit Save States ohne Save States nicht auskommen. Weil das ist doch echt sehr gemein, dass wenn man einmal entdeckt wird, ich glaube, das ist auch ein Sonderfall, dass man dann das Level nochmal spielen muss. Das finde ich ein bisschen scheiße. Sorry, aber scheiße gemacht. Und ja. Das ist halt die Geschichte hier, ne? So, da ist er. Seht ihr das? Da ist ein Gegner. Oh mein Gott. Boah, ey. So, von der Seite. So, die haben nämlich nichts. Diese roten hier, die haben nichts. Oder braun oder was das ist. So, da ist doch jetzt der Typ, der mich eben gesehen hat, ne? Wo ist der denn? Da. Seht ihr seine Waffe?
Ich habe sie gesehen. So, der geht weg. Alles klar. Oh, oh mein Gott, was macht der denn? Er kommt hier hin. Okay. Dem ist ein bisschen verdächtig, dass ich jetzt hier bin. Ah, fuck! Ja, die pfeifen dann nämlich. Die Gegner. Und dann machen die halt die anderen auf sich aufmerksam, ne? Ist klar. So, komm schon. Ah, man neigt auch echt dazu, jetzt hier, weil man Safe States benutzt, die Konzentration zu verlieren. Das ist echt... So, komm schon. Mein Gott, ey. Nee, das Level, das hat jetzt eine andere Struktur. Das tut mir auch leid, aber... Irgendwie muss das Let's Play hier weitergehen. Und wenn ich jetzt hier 10-mal entdeckt werde, muss man doch nicht 10-mal das Level zeigen, oder? Das ist doch Unsinn. So, da ist der wieder. Ah, komm schon, du blödes Ding, ey. So, ich gehe schon mal ein bisschen nach vorne. So. Oh, mein Gott, ey. Ja, ich war konzentriert. Warum habe ich keine Schuldigungs... Naja, aha! Seht ihr das? Da ist noch einer. Nein. Nein. Alter Schwede, nein. Wenn ich jetzt in so eine Glocke reinlaufe, ne? So, komm, 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 komm. Zack! Jawohl, da ist direkt noch einer. Ich glaube, da oben drauf, ne? Genau. Da ist noch einer drauf. Den können wir direkt mitkillen. Zack. So, hier habe ich nochmal einen Safe State kurz gemacht. Welche Richtung? Da, oder? Oh mein Gott, alter Schwede. Das war jetzt aber sehr riskant, aber er hat mich nicht entdeckt. Ja, er hat sich rumgedreht. Und zack. Ne, bei diesem Level werde ich definitiv alle killen. Weil wenn man hier nicht entdeckt werden darf... Oh! Da unten. Dann soll ich doch wenigstens Großmeister schaffen, oder? Oder meint ihr nicht? Ich will gucken, was noch hier... Ne. Hier war bei Rikimaru ein Wasser drin. Das habe ich übersehen. Beim Let's Play. Ja, hier ist nichts mehr. Ah, hört ihr das? Da muss ich nämlich hin, glaube ich. Da habt ihr jemanden weinen gehört. Das ist nämlich die kleine Tochter von Fürst Goda. Und wir sollen halt zu ihr gehen, genau. Aber erstmal alle Gegner killen. So. Okay. So, genau, das war's mit dir. Hast noch nicht mal Items für mich, ey. Wie unverschämt bist du denn? Jetzt mal ehrlich. So, gibt's hier noch wen? Ich lauf mal hier rein. Nö, scheint nicht so, ne? Ich glaube, wir haben alle. Das ging jetzt aber schnell, finde ich. Naja. Ist ja auch egal. Dann wird heute mal ein kürzerer Part. Auch mal nötig. Aber nö, hier ist niemand mehr. Das heißt, ich kann zur Tochter gehen. Pack die Waffe ein. Hey, ich komme, warte auf mich, Kleine. Ich hoffe, dich hat keiner angepackt. So, wo bist du denn jetzt? Hey, ich glaube hier in der Mitte, oder? Oder wo? Ah, hier. Genau, hier unten. Hä? War doch hier oder nicht? Hä? Bin ich jetzt blöd? Das war doch hier. Oder auch nicht. Dann weiß ich nicht, wo es ist. Da muss ich erstmal suchen. Na? Das ist nur das. Hier geradeaus ist auch nur das. Hier oder was?
Ist es hier? Ja, hier ist es. Alles klar. Haben wir das Level geschafft. Schauen wir mal, wie die Bewertung wird. Wenn ich sie sehen kann. Mama? Mama? I'm not your... Please, stop crying. Mama? Mama? Oh, okay. Mach mal gerade ein bisschen leiser. Hey, who are you? Here, these are for you. My sister's bells. What are sister's bells? What's your name? Ayami. Here, this bell is for you. What? My mommy made these bells. She made one for me and one for you. She said that the bells would help us become like real sisters. No, now I have a big sister. Come on, we have to go tell mommy. Was ist süß. What's wrong, Ayami? Did you hurt yourself? No, it's not that. Don't you want to be my sister? No, no, I do. Well, then, why are you crying? It's okay. Really, you want to go back to the castle now? Yeah, let's go. That sounds like sword fighting. What's going on? Can we go see? Kiku, brave girl, you're the best. Ach, sie ist so süß, die Kleine. Naja. Oh no! Rikimaru, protect Princess Kiku! Ja, haben wir schon gesehen. Tatsumaru ist wieder runtergefallen. Was für eine Überraschung. Zusammen mit der Ikagami. Wir werden beim dritten Part von Tatsumaru sehen, was da passiert ist. Aber jetzt erstmal können wir leider nicht die Statistik sehen. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja, ist jetzt erstmal nicht zu ändern. Ich speichere das erstmal. Ich würde doch gerne jetzt mal aufhören, weil ich würde gerne wissen, welchen Rang ich da gehabt habe. Ah ja, Akt 2, Treibsand. Alles klar. Wir machen den nächsten Akt. 3 months have passed. Goda Castle was saved by a well-timed rain shower. Just as the house of Goda was saved by the Azuma ninja. While loyal subjects repair the castle, Lord Goda recovers from his wounds in the Azuma ninja village. All seems well, but the village's heart is heavy, for there has been no news of Tatsumaru. Sorry, ich habe gerade was getrunken, deshalb der kleine Krach. Ayame, kidnappers have been taking our villagers to a deserted island. Can I count on you to investigate? Of course, my lord. Helping people is not really my idea of a good time, but orders are orders. Wo ist die Kleine? Naja, ich glaube, das erfahren wir auch später. Oh nein, nicht das, Level. Genau wie bei Rikimaru. So ein richtiges Dreckslevel wieder. So this is where they brought the villagers. What a dump. Dumm, ja, das stimmt. Ja, genau, die Insel Kubun.
Ja, wir sollen nach Wachen Ausschau halten, die Gewehre haben. Genau. Ja, ich kann jetzt mal kurz erzählen, was passiert ist. Also, wir haben die Tochter gefunden. Wir sind jetzt quasi eine Schwester von ihr. Und aber irgendwie wurde jetzt nicht erklärt, ob sie jetzt mit dabei ist im Ninja-Dorf oder wo sie überhaupt ist. Und genau, da haben wir halt diese Cutscene wieder gesehen mit Tatsumaru, wo er da runtergefallen ist. Und ja, von Lady Kagami quasi mitgenommen wurde. So schätze ich das jetzt mal. Irgendwas wird da wohl passiert sein, naja. Wie es jetzt hier weitergeht. Also wir wurden jetzt zur Insel Kubon geschickt. Ist eigentlich ähnlich wie bei Rikimaru. Wir sollen da jetzt irgendwelche Dorfbewohner aus dem Würgegriff quasi von Bergdämonen oder sowas befreien, sozusagen. Genau, aber das erleben wir erst morgen. Ich mache jetzt hier einen Cut rein. Das Video rendere ich jetzt. Weil das dauert auch ein bisschen lange. Und genau, dann würde ich sagen, bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann hier morgen wieder bei Let's Play Tenchu 2. Und ich werde in der Zwischenzeit nochmal schauen, wie es mit der Statistik aussah. Also, bis morgen.